Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. In der letzten Folge haben wir den Redstone und den Lapislazuli-Baum genauso wie den Merlin-Sapling gecraftet. Mittlerweile sind wir aber sowas von überfüllt an Sachen, dass echt problematisch wird zu überlegen, was man alles machen kann. Ja, man kann natürlich jetzt hier noch weiter bauen. Ich will jetzt aber mal gerne, würde ich gerne wissen, ob ich zum Beispiel mit diesem Storage-Network die Dinge hier verbinden könnte. Ob die automatisch in das Storage-Network gehören würden oder nicht. Wäre natürlich mega geil, weil dann kann man damit so ein simples Storage-Ding wenigstens mal aufbauen. Dafür muss ich aber dieses Simple Storage-Network erstmal öffnen. Simple natürlich andersrum wieder geschrieben. Storage-Network hat hier so einen Storage-Table. Iron and Stone Slabs. Das wäre jetzt nicht hier die Storage-Master, braucht man natürlich auch. Das ist ein Storage-Cable, okay, und Block of Quartz. Ja. Gut. Wie krieg ich dich zusammen? Magma Slime Crystal. Emerald. Dafür brauche ich einen Diamond. Und Diamond kriege ich. Redstone und Diamond Anchors. Oder Redstone. Lapis habe ich. Silver habe ich nicht. Gold habe ich auch nicht. Gold kriege ich wie? Molten Gold. Und wie kriege ich jetzt das? Muss ich jetzt hier irgendwie Gold herkriegen, sozusagen? Gibt's Golden Resin oder sowas? Golden Amber. Yellow. Aha. Iron. Sand. Lead. Ich hab kein Lead, Leute, Alter. Ah. Lass mich raten, es gibt dafür auch wieder so ein Oh Gottes Willen. Dafür brauche ich Purified Resin, Iron Resin, Sand Resin und Lapis Lazuli. Okay. Ich werde jetzt trotzdem noch mal ein paar Kisten platzieren, wo ich einfach mein ganzes Zeug reinballer, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Das macht mich langsam fertig, dass ich keinen Platz mehr einfach habe. Jetzt erstmal, dass ich eine Doppelchest baue. Woohoo! Aber wirklich viel, also mein Standardzeug brauche ich gerade nicht. Ein bisschen koppel nicht trotzdem mit. So. Was war das nochmal? Als erstes brauche ich so ein Lead Amber hier und Lead Amber hier. Wasser habe ich. Kann ich machen. Purified Resin habe ich. Iron Resin habe ich und Sand Resin habe ich auch. Gut. Wo war Sand? Clay Sand. Sand Resin. Iron Resin. Und bevor hier wieder das Holz überschwappt, nehmen wir das mit. War jetzt echt problematisch langsam mit dem ganzen Holz. Huch, das ging schnell. Okay, und dann nochmal das Purified Resin nochmal Standard. Und Wasser. Wasser. Da habe ich die Dinge hier drin getan, oder? Ich brauche endlich ein Network. Ich brauche sowas von Network. Sowas von brauche ich ein Network. Hier, okay. Gut. Und dann hier hin. Blue Dyed Water. Ey, wollte ich mich jetzt verarschen? Ich hätte gedacht, ich kriege das so schnell. Mann! Ich will doch nun. So, wie kriege ich einen Anker? Hier, Lapis. Clay Resin Bone. Ich hab doch Lapis. Warte mal. Bin ich doof? Muss nur herausfinden, wie ich Lapis mache. Lapis Lazuli. Da gibt es ganz, ganz viele Wege. Das ist echt. Was ist ein Lapis Lazuli Block gerade? Oh, no.
warte mal, ich brauche jetzt schnell irgendwas einfach hier. Die geht mal in den Ofen. So, ja. Erstmal wieder Werkzeug herstellen. Ah, der funktioniert immerhin schnell, aber der hier macht mir Probleme. Der will nicht. Oh, hier jetzt immer Iron Leaves dabei, hab aber scheiß drauf. So. Gib mir Lapis Lazuli. Gib mir Lapis Lazuli. Muss das echt automatisieren alles. Oh Gott. Das wird noch ein Schweineaufwand. Noch mehr Lapis Lazuli für mich. Gib es mir. Dankeschön. Gab es denn mal keine Ressourcen? Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Das war jetzt unerwartet. Aber okay. Wieder zurück zum Thema. Gib mir Lapis Lazuli. Dankeschön. Der Baum checkt's wenigstens. Wollen nur schnell ein bisschen Lapis, Junge. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollten. Auch genauso wie du. Dankeschön. Und noch eine Runde. Wenn das jetzt hier nochmal ein Lapisbaum hin. Also, ich kann jetzt mittlerweile schon wahrscheinlich so viel automatisierte Dinge machen. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt hat. Erstmal alles hier rein, was ich brauche. Lapisblock. Er sieht doch, dass mit ihnen auch ging. Achso, warte, jetzt habe ich nur einen Lapis-Block und aus dem Lapis-Block muss ich jetzt wiederum Lapis-Lazuli machen und dann daraus kann ich wiederum. Jetzt habe ich 16 Lead Ember. Und dieses Lead Ember pumpe ich jetzt in mein Furnace rein. Weil warum nicht? Ich habe ja hier nur ein bisschen noch was drin und so Zeugs. So, jetzt sind da schon 2 Blocks drin. 3 Blocks drin. Das war's. Jetzt pumpen wir mal die Blocks raus. So. Sieht alles in die Kiste ran. Irgendwann werde ich dann mir denken, so, was war das nochmal für eine Kiste? Ich kenn's doch nicht anders. Irgendwann komme ich immer auf die Idee so, was war da nochmal drin? So, jetzt habe ich Lead. Und aus Lead. Wollte ich daraus Gold machen? Oder was wollte ich daraus mit Gold? Gerne. Oder Goldzeppling wollte ich daraus gleich machen. Für Gold brauche ich auch wieder Gold Resin. Warte mal, habe ich hier jetzt. Zack. Genau, und dafür brauchte ich gleich Lead Resin. Ah, genau, da war was. Und dafür muss ich einen. Was für ein Baum war das nochmal? Den Goldzeppling. Okay, ja, das ist jetzt hier kein Problem. Ich habe zum Glück noch Lead drin. Coal Sapling. Zack. Dankeschön. Hey, ich brauche den Tisch schnell, bitte. Darf ich? Danke. Der gehört eh da schon die ganze Zeit hin. Und Lead drauf. Und. Update. Komm schon. Wir haben einen Leadbaum. Wuhu! Und mit Lead tun wir den Redstone-Baum hier weg. Dann machen wir um. Alter, wir pushen jetzt hier durch. Ich sag's euch. Wenn der Lead-Baum sich auch mal beschließt zu wachsen hier. Dafür ist Lapis Lazuli gewachsen. Ich brauche gar nicht Lapis Lazuli. Du wärst ganz fein. Ja, ganz schön. So, jetzt halt mal kurz gucken. Nein, brauche ich. Aber ich bräuchte mal dich geupgradet. Bitte wieder auf Fool. Dankeschön. Und dann einfach mal. Ah, fuck, das war wieder falsche. Drück immer die falschen Button für jeden Scheiß. Das ist echt ungut. So.
Jetzt habe ich natürlich schon wieder Resin, aber ich tue trotzdem mindestens zweimal den Baum anbauen, bevor ich zum nächsten übergehe. Weil danach haben wir Gold und mit Gold geben wir, wir müssen auch schon, dass wir noch Silber kriegen. Und sobald wir Silber haben, können wir in Diamanten investieren. Dann können wir unsere ganze Rüstung schon mal in Diamanten upgraden. Erstmal wieder essen. Und ich werde mich dann gleich mal bis zur nächsten Folge auch damit beschäftigen, dass wir hier eine volle grüne Fläche kriegen. Bewachsen auch alles. Vielleicht kommen dann schon die ersten Möss und so alles daher. Wer weiß es. Und jetzt warst du? Iron Resin und Sand Resin. Habe ich gar nicht. Ah, Iron und Sand Resin. Habe ich gar nicht. Sand Resin und Iron Resin. Ah, Yellow Dye. Warte mal. Das habe ich auch hier. Das kriegen wir ganz schnell. So, dann können wir dreimal Ember machen. Das ist auch nicht schlecht. So. Zack. Dann haben wir das auch alles wieder. Und wie mache ich jetzt so einen Sapling? Indem ich Gold über einen normalen Oak Sapling drücke. Okay. Normaler Oak Sapling. Nein, das ist kein normaler Oak Sapling. Das ist ein normaler Oak Sapling. Ja, Regen ist gut. Wir haben hier noch drin. Ein Block LED. Dann pumpen wir den einen Block LED raus. Kann ich nicht Ingots rein theoretisch auch über... Dafür brauche ich die Funktion. Dafür brauche ich jetzt einen Brick zum Beispiel. Okay. Okay, jetzt habe ich das gebrannt. Jetzt habe ich noch 4 Ingots hier drin. Jetzt ist hier 6 Ingots noch. Und wir haben... Ah, das dauert so lange. Wir haben einen Goldbaum. Wupp, wupp. Money grease on, grows on trees. Jawohl, genau, so wollen wir das. Und jetzt wird der geupgradet. Danach schauen wir uns gleich mal den Silberbaum an. Und dann sollte ich ja rein theoretisch zu Diamant kommen, oder? Nice. Oh, alles so schön golden. Mmh, lecker. Wir müssen halt schon mal ein bisschen was produzieren wenigstens, damit wir wenigstens so ansatzweise ein bisschen was auf Lager haben, ne? Soll ja wenigstens auch schon, als ob wir uns Mühe geben. So. Dann platzieren wir noch einen von den Golddingern, tun den hier unten rein. So. Und dann geben wir mal Silber ein. Oder Silver, wie sie hier heißt. Silver. Da brauchen wir wieder Silver Amber. Und dafür brauchen wir... LED haben wir. Purified Resin. Tin Resin. Tin. Och nö. Tin Resin. Was ist das? Light Gray. Pulverized Coal. Wie kriege ich denn jetzt Pulverized Coal her? Tin. Wie mache ich Tin? Molten Tin. Ich sehe schon wieder, braucht Tim Ember wieder mal. Zeig mir doch einfach den Ember. So. Gravel, Flint, Clay, Bone. Clay. Gravel, Bone. Da ist noch nichts. Da habe ich nur hingebaut, aber sollte ich vielleicht mal nachher bauen, ne? So. Jetzt geben wir unten schnell Tin ein. Oh Gott. Tin. Sapling. Amber. Dann haben wir davon 16 Stück mal in den Laden rein. So. Jetzt kommen wir aber auch ein gutes Stück schon voran. Hier ist doch tonnenweise jetzt drin von verschiedensten Sachen, aber scheiß drauf. So, 3 Blocks. Okay, und wenn ich jetzt aus Sapling machen will, was für einen Tin Sapling?
Braucht einen Birch. Oh Gott. Braucht einen Sand. Okay. Nein, Sand. Mein einziges Ziel ist jetzt endlich Tin ist schon unten, das müsste passen. Drüber mit dir. Mein einziges Ziel ist jetzt original zu meiner Database zu kommen und dann alles zu verknüpfen und dann auszubauen. Weil das deutsche Problem wird nur noch schlimmer, je mehr ich baue. Wenn ich jetzt aber schaue, so, dass ich so minimal wie möglich baue, das Datenzentrum aufkriege, indem ich die dafür spezifisch benötigten Ressourcen anbaue oder nutze, desto schneller bin ich natürlich am Ziel. Und das wäre jetzt eigentlich meine Idee, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt so schnell wie möglich an das Ziel zu kommen, dass ich alles mit sozusagen baue, was ich für Applied Energistics brauche, mit Applied Energistics schnell mein Datenzentrum hochziehe und dann alles mit dem Datenzentrum verbinde. Und dann können wir ausbauen, wie wir wollen, weil einfach wie eine neue Festplatte in mein ME-Drive dann reinschieben müssen. Und zack, hat sich die ganze Problematik gelöst. Ne? So wäre jetzt die Idee auf jeden Fall fürs Erste. Jetzt essen wir noch eine Kleinigkeit. Und dann können wir überlegen, wie wir an Silver kommen. Aber das, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet, dass ich so schnell wie möglich versuche, einen so groß wie möglichen Speicherplatz zu erzeugen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.